Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe ein paar neue Produkte bei mir und die wollte ich jetzt gerne einmal testen. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange am Anfang und legen gleich los mit dem ersten Produkt. Als Primer habe ich jetzt hier von Essence den Get Picture Ready verwendet. Und ja, den möchte ich auch brauchen. An sich finde ich ihn nicht schlecht, allerdings hat er für mich jetzt nicht wirklich einen super duper Effekt. Ja, dann kommen wir auch schon zum ersten Produkt, was ich mir neu bestellt habe. Und zwar ist es die neue Total Control Total Drop Foundation von NYX Cosmetics. Und die habe ich mir bei Douglas bestellt, weil bei uns im DM gab es die zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich habe die Farbe genommen. Und zwar ist es diese Farbe hier, die Alabaster, also eine sehr, sehr helle Nuance. Und ich habe die schon ausprobiert, muss allerdings sagen, bis jetzt entweder mit einem Beauty-Schwamm oder mit einem Pinsel. Und ich würde jetzt mal diesen Silly Sponge probieren, weil diese Foundation ist sehr, sehr flüssig und verschwindet also wirklich viel Produkt in den Beauty Blender oder in den Pinsel. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal diesen Silly Sponge ausprobieren. Und hier sieht man auch, das kommt hier mit so einer Pipette. Und ich gebe mir das jetzt einfach mal hier auf das Pad gleich drauf. Also ich habe jetzt mal 3 Tropfen verwendet. So, ich gehe jetzt noch einmal mit so einem angefeuchteten Beauty Blender drüber, weil ich finde das Finish von dem Silly Sponge immer nicht ganz so abgerundet. Deswegen gehe ich jetzt einfach hier nochmal mit so einem Beauty, also beziehungsweise mit dem Real Techniques Schwamm drüber und verblende das Ganze hier nochmal. Einfach damit das Hautbild einfach schöner ausschaut. Und also in der Kamera sieht die Foundation sehr weiß aus. Ganz so weiß sehe ich in Wirklichkeit jetzt hier nicht aus. Also ich finde, der Farbton passt bei mir ganz gut. Also ich schaue wirklich weiß aus, ne? Ist wie so ein Geist. Aber wie gesagt, also in Wirklichkeit sieht es jetzt nicht so dramatisch aus. Also an sich, also hier steht für 4, das wäre Full Coverage, man kann die halt unterschiedlich machen. Also ich finde jetzt nicht, dass es Full Coverage ist, man sieht schon noch die Haut unten drunter durch. Ich habe jetzt genommen 8 Tropfen, glaube ich, also insgesamt 8 Tropfen, auch hier für unten so ein bisschen zu verblenden. Also man braucht schon viel Produkt von dieser Foundation und ich finde jetzt nicht, also in der Kamera wirkt es jetzt anders, aber man sieht schon noch die Haut hier unten durch. Und von daher, also Full Coverage wird man mit der, finde ich, jetzt nicht erreichen. Muss ich aber auch ehrlich gesagt nicht haben. Also ich habe eine Alltagsfoundation gesucht und ich finde die für den Alltag echt super. Und also ich kann euch empfehlen, mit dem Silly Sponge sowas aufzutragen, weil da nicht so viel Foundation im Beauty oder beziehungsweise in so einem Schwamm bleibt oder auch in so einem Pinsel. Also die schlucken ganz viel Produkt und mit dem Silly Sponge ist es halt einfach sparsamer. Und ich finde halt auch vom Ergebnis her, finde ich es jetzt eigentlich ganz schön. Also gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Produkt. Und zwar ist die Farbnuance neu. Also das hellste war vorher die 05? Nee, also ich habe mir die 010 jetzt mitgenommen, sehe ich gerade, aber ich meine, es gab auch noch eine 05. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist es hier ein sehr, sehr schöner heller Ton. Und auch der ist Sheer Nude Concealer, also er ist auch nicht deckend. Und passt hier auch ganz gut zu der Foundation dazu. So einen leichten Gelbstich drin.
Und den verblende ich jetzt einfach hier mit dem Real Techniques Schwamm. Und den habe ich auch schon mehrmals jetzt getragen. Und ich muss echt sagen, dass ich den echt toll finde, weil der ist nicht so deckend wie der Liquid Camouflage von Catrice. Und er setzt sich auch nicht in den Fältchen ab. Also ich finde den für den Alltag echt klasse. Und was bei dem Catrice zum Beispiel bei mir der Fall ist, er trocknet unter den Augen extrem aus und setzt sich halt extrem in den Fältchen ab. Das macht dieser hier jetzt gar nicht. Also der setzt sich nicht in den Fältchen ab. Der ist schön, also nicht zu deckend, also genau richtig für so ein Alltags-Make-up. Also den mag ich richtig, richtig gerne. Dann gehe ich hier einfach von dem Multicolored Correcting Powder von Reval de Loup aus der Limited Edition Beauty Coat mit so einem, die habe ich auch schon ordentlich benutzt hier, mit so einem fluffigen Pinsel. Das ist die 2 von BH Cosmetics. Und da pudere ich mir jetzt einfach mal das Gesicht schnell ab. Dann gehe ich hier einmal mit dem Make Me Brow von Essence über meine Augenbrauen. Dann mein Konturpunkter, was ich eigentlich ständig benutze, also ich habe auch ehrlich gesagt noch kein anderes ausprobiert, ist von Prime & Fine des Catrice in der Farbnuance 010 Ashy Radiance. Und dafür nehme ich hier diesen BH Studio Pro Pinsel in der Größe 2. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Als nächstes nehme ich hier von Becca den Sunlit Bronzer in der Farbe Bali Sense. Und auch den mag ich sehr, sehr gerne. Also den habe ich euch vor ein paar Wochen, Monaten, ich glaube im Juni, Juli sowas habe ich den gekauft, bestellt, habe ich euch den gezeigt. Und man sieht schon, ich habe den schon ordentlich verwendet und den mag ich halt echt gerne. Und auch hierfür nehme ich mir diesen BH Cosmetics Pinsel. So ein bisschen drüber und man sieht halt gleich, das Gesicht wird gleich schon wieder ein bisschen aufgewärmt und es schaut nicht ganz so geistermäßig aus, also wie gesagt, in der Kamera sieht es ganz, ganz schlimm aus. So schlimm sieht es wirklich in echt nicht aus, also. Ja, dann verwende ich hier von Essence eine Palette. Das war leider auch eine Limited Edition. Also ich finde das Design von dieser Limited Edition mega süß. Also richtig, richtig tolles Design. Also mag ich sehr, sehr gerne. Und zwar ist es die Essence and the Lovely Little Things LA. Und das ist die 01 and My Crazy Family. Genau. Und aus der Palette werde ich jetzt einen Blush-Ton verwenden. Und zwar werde ich mir hier diesen hier nehmen. Und den mir jetzt hier einfach abgeben. Und ich habe letztens in einem Video gesehen, man soll nicht so machen, sondern normal schauen, weil es ist eigentlich auch ganz einleuchtend. Und zwar, wenn man es so macht, man grinst da nicht den ganzen Tag. Man schaut ja auch mal normal und dann sieht es anders aus. Und deswegen mache ich das jetzt seit neuestem immer so, dass ich ganz normal schaue und mir das hier einmal aufgebe. Ja, dann kommen wir auch schon zum nächsten Schmuckstück. Und zwar habe ich mir noch eine Too Faced Palette bestellt.
Es ist auch wieder so eine schöne kleine Palette. Also ich finde die kleinen Paletten echt optimal. Und auch die habe ich schon verwendet, weil ich super neugierig auf diese Palette war. Und die sieht so aus. Das ist so ein Metallcase. Und halt auch richtig schön gemacht vom Design her. Finde ich mega. Und so sieht das gute Stück von innen aus. Also man hat hier ein normales Tages-Make-up. Dann Classic oder Fashion. Und das Einzige, was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, ist dieses Fashion hier. Ich bin gerade so ein bisschen im Überlegen, ob ich nicht trotzdem nochmal das hier nehme. Also ich glaube, ich mische einfach wieder alles. Also es sind auch sehr, sehr schöne Farben. Ich swatch euch mal den Push-Up und den Honeypot. Also die beiden sind mega schön. Es ist einmal der hier und einmal der hier. Und sieht so aus. Also richtig schöne Farben. Leider schluckt jetzt die Softboxen so ein bisschen die Farbintensität. Also ich finde die richtig schön. Ah, hier sieht man schön, ne? Ja, also richtig schöne Farben. Gefallen mir richtig gut. Und ich glaube, ich werde auf jeden Fall den Farbton hier jetzt verwenden. Und werde mit der jetzt einfach mal einen Abend-Make-up schminken. Ich nehme mir einfach hier von Evelyn so einen Blenderpinsel und gehe jetzt hier in die Farbe Heaven und gehe einfach mal über das komplette Augenlid. Dann nehme ich hier diesen mittleren Farbton und zwar ist das Kashmir Bunny und den Zoeva Pinsel 225 Lux Eye Blender, genau. Und gebe mir das jetzt in die Lidfalte. Dann nehme ich mir jetzt nochmal den Blenderpinsel und blende das hier jetzt nur so ein bisschen aus. Dann gehe ich auch mit dem Blenderpinsel in den Silk Teddy hier unten rein und gebe mir das hier oben einmal hin. Dann nehme ich mir diese Nummer 8 von BH Cosmetics. Das ist so ein kleiner Pinsel, so ein Detailpinsel. Und gehe damit in diese Farbe hier. Und zwar ist das Sexpresso. Genau, Sexpresso. Also es ist ein matter, sehr dunkler brauner Ton. Und den gebe ich mir jetzt direkt an den Wimpernkranz. Ja, dann gehe ich hier in diese Farbe Push Up und nehme dafür, der ist von For Your Beauty, so ein Schwammapplikator. Und gebe mir den hier auf. Machen wir anders. Ich nehme jetzt den Zeigefinger. Gebe mir den hier auf. Ja. Also ich finde gerade diese schimmrigen Töne lassen sich echt am besten mit einem Finger aufgeben. Den tupfe ich mir hier einfach nur so auf. Den Unterschied, glaube ich, kann man sehen. Also ich finde die Farbe halt echt mega und wie gesagt, also mit einem Finger schaut das ganz anders aus. Das gleiche mache ich jetzt nochmal auf der anderen Seite.
So, ich nehme jetzt hier einmal so einen Einhornpinsel. Den habe ich mal bei Amazon in so einem Set gekauft. Der hat halt hier so eine schöne Spitze. Und mit dem gehe ich jetzt nochmal in den Sexpresso-Farbton rein. Und gebe mir den hier hinten ins äußere V rein. So, und das Ganze verblende ich jetzt auch nochmal mit hier so einem Soeva Lux Soft Definer 227. Dann gehe ich jetzt nochmal mit dem Ebeline Blenderpinsel nochmal in den Silk Teddy, in diesen mittleren hier. Und gebe mir den jetzt nochmal hier oben drüber. Und dann nehme ich nochmal diesen kleinen Pinsel und gehe nochmal in den Sexpresso und gehe mir jetzt an den unteren Wimpernkranz entlang. Also, ich finde die Farben sehr, sehr schön. Und ich finde auch, dass sich diese Palette hier wieder sehr rentiert hat. Also ich Farbkombi top, also wirklich klasse gemacht. Und ja, mir gefällt die sehr, sehr gut, wie gesagt. Und ich finde auch, die Farben lassen sich echt schön auftragen und schön verblenden. Und genau das erwarte ich halt von einer guten Lidschattenpalette. Also dass die Farbkombi zusammenpasst, dass halt einfach die Farben schön sind, dass sie sich schön verblenden lassen. Und das macht auch diese hier wieder. Also ich bin auf jeden Fall Fan von Too Faced geworden. Und ich möchte mir auch noch weitere Paletten holen und stehen auch schon einige auf meiner Wunschliste. Aber nach und nach. Und ich glaube, zu Weihnachten werde ich mir einfach nochmal eine gönnen. Weil, wie gesagt, also ich finde die Paletten echt schön. Und ja. Und wenn ihr wirklich mal testen wollt, wie euch die Farben gefallen, dann holt euch erstmal die kleinen. Also ich finde, mit denen kann man schon sehr, sehr viel machen. Und im Vergleich zur Chocolate Chip Mini Palette haben wir hier auch schimmrige Töne drin. Also wer matt mag, sollte sich diese Chocolate Chip Palette anschauen. Und wer so beides mag, matt und glänzend, sollte sich echt mal die hier anschauen. Also das ist die Natural Eyes Palette. Also die ist auch wirklich sehr, sehr schön. Dann kommen wir mal zum Highlighter und hier habe ich aus der Bloggers Lovelies bei Design Dschungel LE diesen Highlight and Glow Spectre Light Powder Deluxe Highlighter. Genau, von P2, was ich noch nicht erwähnt habe. Und der ist echt schön. Also den trage ich jetzt gleich mal auf. Und dafür verwende ich diesen Holo Light, glaube ich, heißt der von Essence, diesen Highlighter-Pinsel. Also ich finde diesen Highlighter Bombe. Also das ist echt ein klasse Highlighter. Der hat keinen groben Glitzer drin, der hat diesen Spiegelglanz drin. Er ist so ein bisschen holographisch. Sagt man holographisch? Ich glaube schon. Er ist so leicht lila so ein bisschen. Also eine richtig schöne Highlighterfarbe. Und man sieht es halt jetzt hier, man hat diesen schönen Glanz. Und das ist mein absoluter Liebling momentan. Also verwende ich ständig. Ich gehe hier noch ein bisschen über die Nase drüber. Also, große Liebe. Entschuldigung. Große Liebe auf jeden Fall. Und ich weiß es nicht, ob es die noch gibt, die LE. Wenn ja, dann schaut gerne mal vorbei und guckt euch den Highlighter an. Der ist echt super. Also kann ich nur weiterempfehlen. Ich weiß nicht, ob ich euch den hier schon gezeigt habe. Und zwar ist das vom Burt's Bees Flavor Crystals Red Raspberry Lippenpflegestift. Den habe ich mir mal bei Müller mitgenommen. Und also der pflegt die Lippen richtig gut.
und hat einen richtig leckeren Geschmack. Also mag ich sehr, sehr gerne und ich weiß nicht, was da drin ist. Also man hat so ein schönes Mundgefühl, also richtig, richtig toll. Also mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne und kann ich euch echt weiterempfehlen. Die sind zwar ein bisschen teurer als der normale Labello, aber Pflegewirkung top und geschmacklich auch top. Dann gehe ich jetzt einfach hier mit dem Fixing Spray von Urban Decay, das Chill, drüber. Und zwar verwenden ja viele das andere, wie heißt das jetzt? Ich weiß es jetzt nicht genau. Also es gibt eins, das ist auf jeden Fall sehr, sehr bekannt und die haben jetzt neue rausgebracht. Und das hier ist Cooling and Hydrating, also es ist nicht so trocken. Kann man trocken sagen, weil das andere, das All-Nighter, genau, das All-Nighter sorgt ja auch dafür, dass man nicht glänzt und ich habe trockene Haut, also ich glänze nicht, also das ist Fakt, ich glänze nicht, deswegen habe ich mir dieses hier geholt und das finde ich auf jeden Fall besser als das All-Nighter, also für mich, für meine trockene Haut. Allerdings muss ich dazu sagen, mag ich das Fixing Spray von MAC lieber, also das werde ich jetzt aufbrauchen und mir dann erstmal nur noch das vom MAC nachholen. Dann verwende ich hier, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr gehyptes Produkt momentan. Und das habe ich mir bei Edeka mal mitgenommen für meine Punkte, Deutschland-Card-Punkte. Und zwar ist es die 10 Dear Dreamer. So sieht ihr Lipstick aus. Und den trage ich mir jetzt einfach mal auf. Und ich finde, das ist für mich ein sehr, sehr schöner rosa Ton. Also den mag ich sehr, sehr gerne. Und was halt bei diesen Lipsticks echt cool ist, die sind nicht so ganz furztrocken, kann man so sagen. Sondern die sind so leicht bappig. Was ich jetzt aber nicht schlimm finde, also das hört auch gleich auf. Also man muss schon ein bisschen warten, bis der aufhört, so bappig zu sein. Aber er hält mega lange. Also ich glaube, ich habe es auch im Haul schon gesagt, da hatte ich den ja schon einmal getragen. Ich habe Käsespätzle gegessen, ich habe mit Chinesen mittlerweile schon damit gegessen und er hält halt einfach. Also was wünscht man sich mehr, als einen Lippenstift aufzutragen, aus dem Haus zu gehen, beim Essen zu sein und es hält. Es hält Bombe. Also jetzt wird es nochmal so ein bisschen richtig klebrig. Aber, das, wie gesagt, das hört gleich auf. Aber ich finde einfach die Farbe richtig schön. Und man sieht jetzt auch, der dunkelt jetzt noch so ein bisschen nach. Und ja, wie gesagt, also mir gefällt die Farbe echt gut. Und die Konsistenz ist super. Und er hält Bombe. Also wunschlos glücklich und absolute Empfehlung. Also wenn ihr den kriegt, dann guckt euch den mal an und nehmt euch da einmal mit, weil Träumchen. Ja, dann habe ich mir noch eine neue Mascara geholt und zwar die L'Oreal Paradise Mascara. Also die ist ja momentan auch überall zu sehen. Und auch ich habe mir gedacht, ach, was soll's, nehmen wir sie mal mit. Also ich finde das Design richtig schön. Heute haben wir es mal richtig rum. Also das Design ist echt schön und man kommt auch mit der Bürste richtig gut zurecht. Also finde ich jetzt für mich. Und sie macht schöne Wimpern, also ich trage die jetzt einmal auf dem Auge schon mal auf und dann können wir es uns mal vergleichen. So, das ist jetzt eine Schicht und ich finde, die macht richtig schöne Wimpern. Also wenn man jetzt die beiden Augen mal vergleicht, sieht das schon echt sehr, sehr gut aus. Ja, ich mache jetzt die Seite noch schnell fertig. Also wie gesagt, das Mascara-Ergebnis gefällt mir richtig gut. Und ich finde die Mascara
Echt klasse. Also ich glaube, das ist bis dato meine teuerste Mascara gewesen, die ich mir selber gekauft habe. Also die Proben mal außen vor gelassen. Aber ich finde, die kann absolut mithalten zu den teuren Mascaren, also zu den richtig teuren Mascaren, wie Urban Decay, die, wie heißt sie? Genau, die hier meinte ich, diese Perversion, glaube ich, heißt die. Da hat ja so ein ähnliches Bürstchen. Also ähnlich, sie hat auch so ein Bürstchen hier. Genau, und die Mascara. Jetzt hier so ein Bürstchen, also es ist in der Mitte so ein bisschen kleiner von den Borsten her. Aber wie gesagt, also ob ich jetzt die Mascara hier nehme oder die hier, finde ich keinen Unterschied. Also ich finde beide top. Also ich finde die top und ich finde die top. Und auch hier ist es so, dass die ja, sehr, sehr lange hält. Also die hält den Schwung. Also bei mir, also ich kann jetzt immer nur von mir ausgehen, bei manchen ist es vielleicht nicht so, aber meine Wimpern biegen sich auch nicht so nach unten, also die gehen von Haus aus schon ein bisschen nach oben. Und von daher finde ich die absolut top. Und was ich auch letztens festgestellt habe, mir reichen solche Mascaren. Ich brauche keine wasserfeste Mascara. Und von daher finde ich die echt mega. Ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin glücklich über meine neuen Produkte. Mir gefallen die richtig gut. Wie gesagt, die Foundation scheint hier im Licht wesentlich heller, als sie in Wirklichkeit ist. Also ganz so weiß bin ich jetzt aktuell nicht. Nee. Also mir gefällt das Ergebnis sehr, sehr gut. Mir gefallen diese Produkte, die ich mir geholt habe, sehr, sehr gut und ich bin mega froh, dass ich sie mir geholt habe. Also meine neuen Schätze. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.